So, hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Skydivision Gaming. Heute zeige ich euch die beste 2x2 Base in Ark. Natürlich logischerweise insgesamt 4 Fundamente bei 2x2. Sie hat alles Wichtige, sprich Chemie, Tische und alles Mögliche drum und dran. Alles, was man halt zum Craften braucht. Es ist am besten eine Solo-Base, weil sonst wird es ganz, ganz, ganz kritisch vom Platz. Zu zweit geht's vielleicht noch, aber alles drüber ist off. Die könnt ihr official bauen, das ist das Wichtigste dran. Unofficial könnt ihr natürlich alles ineinander sticken. Das ist komplett official. Wie gesagt, ihr fangt erstmal an mit 4 Fundamenten. Da platziert ihr dann Zaunfundamente dran, welche natürlich zum weiteren Schutz sind und mehrere Strukturen. Das heißt, es ist schwerer, euch Foundation zu wipen, weil mehr C4 benötigt wird. Gut, wer eine Atropellera mitbringt oder ein Mech, der kriegt natürlich alles weg, ohne dass es teuer ist, gefühlt. Außer die 5 Minuten Cryo-Timer bei der Atropellera und bei Mech halt gegebenenfalls auch. Dann platziert ihr. Ach, sorry, ich bin müde. Dann platziert ihr Treppen, welche logischerweise auf dem unteren Snap-Point kommen sollen, weil das erstens cool aussieht, wenn alle auf dem unteren sind, und zweitens das mit den Zahnfundamenten besser passt, weil da kommen auch noch Zahnfundamente drauf. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ihr habt da sehr viele Zahnfundamente und das hat natürlich alles einen guten Grund. Und der ist halt einfach, dass ihr dann 3 Wände platzieren könnt und man zum Beispiel bei der Tür 6 statt 2 C4 braucht, beziehungsweise 3, wenn man Double Doors nimmt, aber die kann man nicht doppeln. Das ist das Problem. Double Doors kann man nicht doppeln. Und 94 an Wänden und auch am Dach. Das heißt, man muss mindestens 3-mal runnen, weil man denkt, ach, ja gut. Es ist Single gut. Oh scheiße, es gedoubled. Oh scheiße, es getrippelt. Müssen 3-mal runnen. Außer sie haben davon halt einfach gesoakt, dann ist egal. So, dann habt ihr gerade gesehen, wer die Wände platziert. Das macht dann auf jeder Seite. Würde ich empfehlen, dass ihr auf einer Seite, auf der Seite der Tür, die Wände erstmal noch nicht platziert. Das hat was damit zu tun, dass später da der Kryoschrank hinkommt, der natürlich so platziert werden sollte, dass man an ihn rankommt, und dafür müssen die Wände weg sein, damit man den möglichst knapp platzieren kann. Ja, das ist arg. $60 Game, by the way. Dann werden oben auch noch zumindest die äußeren Wände mal platziert. Das ist, dient einfach dazu, dass man ungefähr weiß, wie es aufgebaut ist. Dann platziert er einen Smithy. Ein Generator. Da die Kabel dran. Schaut, dass ihr den Generator sofort wieder aufhebt, weil später kommt da noch ein Fabrikator drauf und der wird den blockiert halt, der Generator. Natürlich braucht ihr auch quasi Outlets, weil sonst wird ja nichts vom Strom versorgt. Dann das Chemielabortisch, Betten, 2 Ceilings. Ein Mörser und ein Stößel, noch ein Mörser und ein Stößel. Da der Kühlschrank, dann wieder die Wände. Die könnt ihr übrigens auf die volle Dicke, oder habt ihr gesehen, dass ich eine Fabrikator schon platziert habe, auf die volle Dicke jetzt überall machen. Dann Fabrikator, Forge, Schrank, Air Conditioner, jetzt der Vault, da kommt übrigens der Generator nochmal dazu. Ich denke, ihr wisst, wie man einen Vault droppt. Es ist angenehm, weil den könnt ihr dann in die Wand rein droppen. Und man kann trotzdem noch an ihn ran, wie man gesehen hat. Da habe ich schon probiert, wie man am besten möglichst viel Platz findet. Weil man hat dann solo schon mit der Zeit relativ viel Stuff. Und das ist natürlich dann uff. So, da kommen dann fett die Wände drauf, wenn die Dächer. Ich bin ein bisschen müde, sorry. Das ist sehr angenehm, da 3 Dächer auch, 94. Ist sehr schön. Weil einfach krass. Dann gibt es hier schön zu sehen, wie ich nochmal die Türen platziere, weil ich Profi ja vergessen habe, dass man den Kühlschrank zuerst platzieren muss. Ja, wie gesagt, sieht man, dass die 3 Türen alle öffnenbar sind. Hier alles wirklich, man kommt an alles ran. An alles. Klar, die 2 Schmelzöfen sind knapp, da müsst ihr euch vielleicht nochmal ein paar mehr oder eine Industrieforge irgendwo anders hinstellen, damit ihr keine Probleme damit bekommt. Aber ich denke, so schlau seid ihr auch, dass ihr das hinbekommt, euch irgendwo noch eine Industrieforge zu platzieren. So, dann stellt ihr in jeder Ecke ein Heavy Turret. Gegebenenfalls auch Tex, falls ihr irgendwann einen Replikator findet oder Element habt. Und einen Tech-Generator logischerweise. Hedgeframes braucht ihr dann noch.
dann Cropplots für entweder irgendein Gemüse für Kibble oder halt einfach nur für Plant X, damit die Gegner verlangsamt werden. Dann bestückt ihr die mit Turrets, ist eigentlich egal wie. Da könnt ihr euer eigenes Design machen. Nur auf der Base selber würde ich euch empfehlen, dass ihr mein Design nehmt. Einfach weil man sollte schon jetzt relativ gut Turrets haben, so das ist das Enddesign. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr werdet es mal ein paar Mal nachbauen, weil es ist tatsächlich eine sehr gute Base. Ich habe die schon ein paar Mal gebaut und es war sehr ätzend zu raiden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt, logischerweise. Und wenn ihr schon abonniert habt, schreibt Feedback in die Kommentare, könnt ihr auch so machen. Haut rein. Ciao.